Jo, hast du dich auch schon mal gefragt, was du machst, wenn du 24 Stunden auf einem Katamaran auf dem Yukon River feststeckst? Wenn ja, hier ein paar Vorschläge, falls ihr auf einem Katamaran auf dem Yukon River feststeckt. Viel Spaß! Karo Bube. Der Andy schneidet sich da hinten mal die Nägel. Müssen wir eigentlich eine Timelapse irgendwie machen. 20 km/h! So Leute, jetzt geht's richtig an. Ja, ihr Verrückten, jetzt wisst ihr, was ihr machen könnt, wenn ihr mal auf einem Katamaran feststecken solltet. War einfach eine lustige Aktion, ich hab's mega gefeiert. Wir hatten eigentlich noch ein paar andere Dinge geplant, die wir dann leider voll vercheckt hatten, als es dunkler und dunkler geworden ist. War ein richtig krasses Abenteuer, durch die Dunkelheit mit diesem Ding zu düsen und dann mitten in der Nacht dort in Dawson City anzukommen. Hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Checkt unbedingt auch die ganzen anderen Videos aus von der Yukon-Kanu-Tour. Lohnt sich wirklich, lasst ein Abo da, liked die Videos. Unterstützung, wir knacken bald die 1000, wenn wir sie nicht bis jetzt vielleicht schon geknackt haben, Fragezeichen. Die Video habe ich ja jetzt dann ungefähr vor knapp 2 Wochen hochgeladen. Es freut mich jedenfalls mega, euch so Sachen zeigen zu können, rauszugehen und Abenteuer zu erleben. Macht was, bleibt nicht drin, macht dieses Video aus, geh raus und mach was, egal was.